Blamage, Arbeitsverweigerung, der BVB verliert verdient mit 4:0 bei Ajax Amsterdam. Jo. Und schlechter könnte die Stimmung bei uns BVB-Fans nicht sein. Doch, doch. Wir schämen uns. Doch, nee, die könnte schlechter sein, wenn wir Gregor Kobel nicht gehabt hätten. Stimmt. Dann könnte sie noch schlechter sein, weil dann hätten wir 5 oder 6 oder 7 oder 8 gekriegt. Vielleicht wäre es auch zweistellig ausgegangen, vielleicht auch dreistellig, weil hätten sie einen Engineer nicht ausgewechselt und die halbe erste Mannschaft und hätten dann hinten raus nicht vielleicht die komplette A-Jugend spielen lassen und haben die Stars geschont und hey, 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 jeder Ballkontakt wird gefeiert vom Stadion. Der BVB ist dermaßen lächerlich gemacht worden, liebe Leute, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Und das ist das, was in meiner Fanseele unfassbar wehtut. Ich verliere gerne hoch, wenn wir schlechter waren. Und das waren wir. Kein Problem. Lächerlich gemacht werden, eigentlich ab der 30., 35. Minute, ist der BVB in der Form schon lange nicht mehr. Ich brauche gar nicht auf irgendwelche Spielszenen einzugehen. Ja? Dieses Tor von Haller, sag doch mal bitte ehrlich, Christian. Das ist doch sinnbildlich. Der steht da, der muss nicht springen, der köpft und der jubelt erst gar nicht, weil der sagt, was, so einfach geht das? Ja. Also hör auf! Unfassbar, das Defensivverhalten, die Mentalität, die Einstellung ins Spiel zu gehen. Du warst in keiner Situation, in keiner Phase des Spiels irgendwo auf Augenhöhe mit Ajax Amsterdam. Am Ende, wie du es gesagt hast, müssen wir uns bei Gregor Kobel bedanken. Danke nochmal dafür, sonst hätte es noch höher ausgehen müssen eigentlich. Es war, wie auch eben schon gesagt, in unseren Augen eine absolute Blamage zum Fremdschämen. Es war eine Arbeitsverweigerung von unseren Millionären. Also mein BVB-Herz blutet unfassbar. Ja. Ich schäme mich dafür, gerade weil ich auch noch vor dem Spiel so optimistisch war. Ihr seht es ja hier, ich habe 0:3 getippt. Im Endeffekt wurde es ein 4:0. War sehr 0,7 Tore Differenz zu deinem Tipp. Ja, okay. Nur 0,7. Ja, also es ist einfach traurig. Mir fehlen auch, um ehrlich zu sein, die Worte, weil heute konnte man wieder genau die Punkte sehen, die wir schon seit Jahren und Monaten beim BVB kritisieren. Ja. Die komplette Kaderstruktur passt vorne und hinten nicht. Ein Nico Schulz, um mal ein bisschen auf Personalien einzugehen, total überfordert. Ein Julian Brandt, wir haben es eben noch zum Abschluss gehört von unserem treuen Fan Django. 92% Fehlpässe, Alter, 92, wo sind wir denn? 92% Fehlpässe. Also wenn die Statistik stimmt, die ist natürlich ohne Gewähr hier an dieser Stelle, wurde uns auch mitgeteilt, ist nicht zu tragen. Wer dann noch sagt, ein Julian Brandt ist der Spieler, der irgendwann mal Marco Reus beerben soll, da kann ich nur müde lachen. Generell, jeden Spieler, den man jetzt nicht nennt, tut man eigentlich einen Gefallen. Das dürfte man eigentlich gar nicht tun, aber wenn wir jetzt jeden durchgehen würden, würde das Video wahrscheinlich 20 Minuten oder länger gehen. Es war einfach von vorne bis hinten eine absolute traurige Leistung, Ausnahme, wie gesagt, Gregor Kobel. Ja. Und mit Abstrichen auch noch ein Erling Haaland und mit Abstrichen, da muss man jetzt auch ehrlich sein, Jude Bellingham, die natürlich, von denen man das auch gewohnt ist. Ja, aber das ist ja das Ding, ne? Mentalität, die wollte der BVB einkaufen, die haben sie auch eingekauft, aber man muss auch ganz klar sagen, du hast aber auf der abgebenden Seite nicht reagiert. Es spielen immer noch dieselben Spieler wie unter Favre größtenteils, die es einfach nicht hinbekommen, konstant ihre Leistung zu bringen, konstant, dass man als Fan auch sieht, die wollen das Spiel gewinnen. Aber da frage ich dich auch ganz ehrlich, Thema Mentalität, man wollte sie einkaufen, man hat sie eingekauft, in einem Emre Can zum Beispiel, dann wird dieser Mann eingewechselt, fügt sich nahtlos ein mit Scheiße, muss man an der Stelle auch klipp und klar so sagen, und dann kommt eben dieses 4-0 von Haller, der sich zwischen Hummels und eben Can stiehlt und eigentlich ist Can näher dran und der geht einfach noch nicht mal hoch. Das war genau diese angesprochene Arbeitsverweigerung und nichts mit Mentalität. Tut mir leid. Nee. Also prinzipiell muss der BVB sich nach diesem Spiel wieder die Frage stellen, was kann man in der Wintertransferperiode tun, weil so gewinnst du keinen Blumentopf,
Nee. Und schlimmer, es kann eigentlich auch so auf lange Distanz nicht besser werden, nee. Leute. Ignoriert jetzt mal die SD-Speicherkarte. Guck mal, weißt du, da will sich selbst, selbst die Kamera abschalten, ja, weil die genug hat von der Scheiße. Wir wechseln jetzt aber noch mal kurz einmal die Szene. Ja, ja, die Aufstellung habt ihr ja eben hier unten drunter gesehen. Dann wurden natürlich noch Spieler eingewechselt, wie eben der genannte Emre Can. Ja. Aber ganz ehrlich, ob du jetzt einen Knaufen, Pongracic noch gebracht hast, wen auch immer du hinterher noch gebracht hast, ist ja völlig wurscht. Das waren ja hinterher fast noch die ärmsten Schweine. Klar. Ja, weil ich meine, jeder, der mal Fußball gespielt hat, bei so einem Spiel und bei so einem Ergebnis dann noch kommen zu müssen, ist natürlich frech. Du hast auch gesagt, die Frage, die der BVB sich wieder stellen muss, ich frage mal wieder eine, die den Marco Reus besonders freut, sollte er auf diesem Kanal zugegen sein. Hört mir auf mit der Mentalitätsscheiße. Aber ich glaube, Christian und ich sind auch beide dabei. Und das ist jetzt eine Frage an euch, liebe Leute. Schreibt es bitte in die Kommentare. Ehrlich gemeint, schreibt es sofort in die Kommentare. Wir sind auch weg davon zu sagen, es ist der Trainer. Ja, ob das jetzt ein Terzic ist, ob das jetzt ein Favre war. Ja, natürlich haben wir unter denen dann auch keine guten Leistungen gebracht. Oder auch davor die Trainer haben wir auch. Ja, selbst ein Thomas Tuchel damals, der Titel gewonnen hat, hat mit dem BVB grandios schlecht in Darmstadt verloren und so. Ich bin mittlerweile, also jetzt bin ich da angekommen als Fan, dass ich wirklich sage, Leute, der Trainer ist es nicht. Vereinsführung, Vereinsphilosophie und dann die Spieler, das alles muss passen, weil der Trainer ist die ärmste Sau. Der ist ausführendes Organ, aber was führt denn der aus? Das weiß er ja selber nicht. Also sprachlos, ja. Enttäuscht. Und ganz ehrlich, ich trage hier das Trikot, immer noch das ohne Wappen, ne? Und eigentlich müsste ich das Trikot ja ausziehen, weil wer das Wappen nicht ehrt und so, bla bla, haben wir alles gehört und so, ne? Mein BVB-Herz blutet. Dein BVB-Herz blutet. Das von denen wage ich zu bezweifeln, ob es blutet. Und wenn einer ein Trikot ausziehen müsste, dann sicherlich nicht die Fans, die gerade richtig deprimiert am Arsch sind. Und das noch bei dem Spiel, wo das erste ja. Mal nach 2 Jahren circa ja. die Ultras wieder im Stadion waren. Voller Block, fahren mehr, lauter Gesang, wir alles ist da. Wir haben es auch im Stream gehört, ja. ne, da haben sich Leute Urlaub genommen. Die sind teilweise 4 Stunden bis nach Amsterdam gefahren, um sich das Spiel anzugucken. Und waren am Ende bei uns im Stream, weil sie es nicht mehr ertragen konnten, das Spiel zuzugucken. Also jeder Fan tut mir, jedes Like auf dieses Video hier ist ein, ja, die BVB-Fans tun mir einfach nur leid von euch. Weil jedes Wort ist noch zu viel. Ja, an dieser Stelle können wir auch gar nicht mehr viel sagen. Nee. BVB, lieber BVB, jetzt hoffentlich heißt es, habt ihr es erkannt. Aki Watzke, ja. Kehl, Zorc, ist mir scheißegal. Jetzt heißt es aber auch nicht mehr eine Reaktion zeigen. Nee. Es müssen jetzt einfach Aktionen her. Aktionen passieren und nicht mehr, ne, dann spielt man wieder 2 Spiele gut, um es wieder gut zu machen und ja, uns tun ja, die Fans leid, bla bla bla. Das haben wir jetzt die letzten 4, 5, 6, 7 Jahre immer wieder gehört. Dann hattest du 2, 3 gute Spiele wieder, dann hattest du wieder im Anschluss 1, 2, 3, 4 schlechte Spiele. So, ich habe die Nase voll, Leute. Ja. Reißt euch am Riemen, ihr kriegt so viel Geld im Hintern gepustet. Tut einfach mal was dafür. Seid professionelle Fußballspieler. Nutzt eure Freizeit nicht dafür, um euer Geld rauszuhauen, sondern investiert euer Geld lieber da drin, um noch besser zu werden, ja. weil dafür seid ihr bei Borussia Dortmund, dafür seid ihr im Ruhrpott, dafür lieben euch die Fans normalerweise, dass ihr euch den Arsch aufreißt. Und das habe ich heute zum wiederholten Male leider total vermisst. Und apropos vermissen, und dann soll es das gewesen sein, nochmal eine Frage an die Spieler. Habt ihr eigentlich keine Ehre und keinen Stolz? Wenn ich ein Spiel auf diese Art und Weise verliere, wie ihr es heute getan habt, bin ich erstmal 3 Tage krankgeschrieben und zu Hause, mach nichts mehr, will keinen mehr sehen, guck keinen Fernsehen mehr und krieg von der ganzen Scheiße nichts mehr mit, weil ich einfach restlos bedient bin. Ihr seid von einem ganzen Stadion plus 11, 12, 13, 14 Spielern, wie auch immer gewechselt wurde bei Ajax, komplett gedemütigt worden des Todes und könnt euch das, lieber Marco Rose, zeig ihnen das Gehüpfe der Fans, den Übersteiger von Anthony, den Hackenpass von Anthony, der Schlenzertor von Anthony, zeigt denen das in Dauerschleife. Und dann gucken wir mal, ob ihr Ehre habt und ob ihr Stolz habt, weil danach sah es nicht aus, ihr habt euch einfach demütigen lassen.
Ende. An dieser Stelle kann man nur sagen, wenn euch dieser, ja, ich sag mal, im Stream war es natürlich noch emotionaler. Jetzt hat man sich damit irgendwo abgefunden. Ja, trotzdem schmerzt es eigentlich immer noch. Ja, wir versuchen es trotzdem professionell hier über die Bühne zu bringen. Aber wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen da. Schreibt aber auch in die Kommentare, wenn ihr vielleicht andere Meinungen habt oder derselben Meinung seid wie wir. Lasst ein Abo da. Auch nochmal ein kurzer Hinweis. Wir haben heute in diesem Stream die 10.000 Abonnenten geknackt. Vielen lieben Dank das dafür. Das heißt, an dieser Stelle, in unserem nächsten Stream gibt es das XXL-Gewinnspiel. Liebe Leute, ihr habt die Möglichkeit, coole Preise zu gewinnen. Seid dabei. Voraussetzung ist ein Abo auf diesem Kanal. Mehr nicht. Jo. In dem Sinne sind wir raus. Und wünschen euch trotzdem eine gute Nacht und morgen einen schönen Tag. Und nehmt es euch nicht zu sehr zu Herzen, da tun wir schon. Ne? Genau. Also, liebe Leute, ciao, ciao. Ciao.